Wozu ist jetzt noch das Diktiergerät? Wollen Sie jetzt alles aufzeichnen, was ich hier sage, oder? Keine Angst, Herr Breiter. Die Kassette dient lediglich einer kleinen Analyse. Na gut, von mir aus. Ihr Name ist Andreas Breiter und Sie sind am 14. April 1980 geboren. Ist das korrekt? Meine Güte, als ob Sie das nicht wissen. Herr Breiter, bitte. Ja, das ist korrekt. Naja, also schließlich sind wir dann nach Hause gefahren. Ja, und ich habe den Kleinen ins Bett gebracht. Er war sehr erschöpft nach diesem langen Tag. Aber du bist doch zu Hause. So, und jetzt schlafen. So. Und war das schön heute? Oder etwa nicht, ja? Hier ist noch dein Flugzeug. So. Und jetzt die Augen zu. Gute Nacht. Und dabei hat er sich verletzt. Ja, mein Gott. Wenn man die kleine Platzwunde überhaupt als Verletzung bezeichnen kann. Breiter, ich kenne dich doch. Ja? Ja, hallo Frank, entschuldige bitte, dass ich spät noch anrufe. Hast du 2 Minuten? Ungern. Um was geht's denn? Breiter. Andreas Breiter. Sagt dir der Name irgendwas? Ja. Ich hab da damals seine Frau vertreten. Wusste ich. Ja, das ging damals um das Sorgerecht des gemeinsamen Sohnes, nachdem sie sich von Breiter scheiden ließ. Es wurde beschlossen, dass der Kleine bei ihr aufwachsen soll. Breiter ihn allerdings noch sehen dürfte. Ach, du, pass mal auf. Schau doch mal in der Datenbank nach. Ich meine, ich habe damals alle Unterlagen hochgeladen. Unter Nadja Wetroff. Okay, super, ich danke dir. Erzählen Sie mir doch bitte, wie dieser Dienstagnachmittag genau abgelaufen ist. Nun ja, nachdem wir etwa 2-3 Stunden in der Stadt unterwegs waren. Schön, dass dir das Flugzeug immer noch so gefällt. Weißt du, ich habe das damals auch von meinem Papa bekommen. Von deinem Opa. Ja. Und als du dann auf die Welt gekommen bist, dann wusste ich, dass du das mal bekommst. Komm mal her. Was macht denn deine Wunde? Tut's noch weh? Ha? Nicht mehr? Du musst in Zukunft einfach besser aufpassen. Dann passiert sowas auch nicht nochmal. Ja? Ich will nach Hause. Also habe ich ihn in mein Auto gesetzt und wir sind nach Hause gefahren. Genau lief das denn eigentlich im Kindergarten ab? Wie lange soll das jetzt noch dauern?
Ja, wie soll das da abgelaufen sein? Als ich da war und diese dämliche Erzieherin... Es tut mir leid, aber Sie wissen doch, wie kleine Kinder manchmal so sein können. Es ist eben gerade erst... Können Sie dann wenigstens mal ein Pflaster holen? Ja, natürlich. Weißt du was? Heute fährt Papa mit dir in die Stadt. Dann gehen wir ein Eis essen, ja? Komm, mal. Hier ist das Pflaster. Hohenstein. Guten Morgen, Herr Hohenstein. Ich soll Ihnen von Herrn Dr. Tissler ausrichten, dass unser Patient Andreas Breiter letzte Nacht aus unserer Klinik geflohen ist. Herr Dr. Tissler ist bereits auf dem Weg zu Ihnen. In Ordnung, vielen Dank. Also denkt Breiter, er hat den Prozess um das Sorgerecht gar nicht verloren. Nicht ganz. Er wusste es. Er hat es allerdings so verdrängt, dass er die letzten Monate völlig ausgelöscht hat. Ich denke, es ist eine Art Selbstschutz. Selbstschutz? Vor was? Vor all seinen Ängsten? Vor der Tatsache, versagt zu haben? Das kann ich noch nicht genau sagen. Aber darum hat er auch seinen Sohn vor 7 Tagen vom Kindergarten abgeholt. Also war er nicht er selbst? Ja, sozusagen. Er lebt seit 3 Wochen in einem Hotel am Stadtrand. Ich vermute, weil ihn dort niemand finden konnte. Er selbst ist der Meinung, das ist seine ganz normale Wohnung, in der er seit seiner Scheidung lebt. Ich habe für das rechtspsychiatrische Gutachten begonnen, mit ihm seine Vorgeschichte zu analysieren. Und ganz offensichtlich ist er der Meinung, seinen Sohn nie an seine Frau verloren zu haben. Ja, so war er zum Zeitpunkt des Tathergangs gar nicht zurechnungsfähig. Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Jedenfalls wissen wir dann, wo wir ihn jetzt finden. Breiter, lassen Sie mich los. Was soll das denn? Lassen Sie den Quatsch. Die Polizei ist auch gleich da. Bitte. Ich möchte meinen Sohn sehen. Alles in Ordnung. Er muss es von allein verstehen. Das wollte ich nicht. Kommen Sie.